Jo Leute, was geht? Ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Trainingsjacken Freddy hier aus dem Ohrensessel, meine Lieben. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und in diesem Video möchte ich euch einen kleinen Einblick geben über die Nische Pokémon, das Pokémon-Franchise, wie man damit verfahren kann als Reseller und auch als Wertanlage. Zunächst einmal ganz kurz als Einleitung. Das Pokémon-Franchise gibt es ungefähr seit den 90er Jahren und ist tatsächlich umsatzstärker als Marvel und Star Wars. Ja? Also allein Pokémon Go hat im Jahr 2019 fast 1 Milliarde Euro Umsatz gemacht. Und das muss man sich mal vorstellen. Es ist eine ganz breite Spanne an, an Altersgruppen, sage ich mal, die sich daran beteiligen. Sowohl Kinder als auch Ü50-Personen sind Liebhaber dieser Pokémon-Szene. Und genau aus diesem Grund eignet sich das Pokémon Franchise bzw. die Marke Pokémon ideal als Reseller und auch als Wertanlage. Ja Leute, unterteilt habe ich das Video in drei Unterkategorien, unter anderem Pokémon-Karten, dann Nintendo-Spiele, Gameboy-Spiele, alles rund um Pokémon-Games und um das Merchandise, Merch-Artikel von Pokémon. Zunächst möchte ich aber beginnen mit Pokémon-Karten und hier stelle ich euch einmal die Pokémon-Karten vor, die ich mir 2019 zugelegt habe und die ich als Buy-and-Hold-Investment quasi mir angelegt habe. Einige von euch werden das kennen, das ist die Pokémon-Reihe bzw. die Sonderedition Verborgenes Schicksal. Hier gab es verschiedene Kollektionen und verschiedene Extra-Bundles. Ich schau mal gerade, ich habe hier gerade die kolossale Kräfte-Kollektion einmal vorgestellt. Das wäre jetzt die Superball-Kollektion. Die Preise blende ich euch jeweils ein. Und allein diese Extra-Bundles, die ich mir 2019 gekauft habe, haben jetzt schon einen Wertzuwachs von mindestens 50% erlebt. Auch diese Tin-Boxen, ja, hier gerade die Glurak-Tins, haben einen extremen Wertzuwachs zu verzeichnen. Ja? Ich blende euch das alles ein. Um einmal ganz kurz, also das sind alles aktuelle Karten aus aktuellen, in Anführungsstrichen, aktuellen Sets, also sprich ungefähr ein Jahr alt. Aus diesen Sets konnte man Shiny-Karten ziehen, besondere Holo-Karten, hier einmal so ein paar Karten. Und ich habe ungefähr 6 Boxen aufgemacht und die Einzelkarten verkauft und damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mit den Einzelkarten, die blende ich euch hier einmal ein, welche Karten dabei gewesen sind und was ich damit verdient habe. Also auf jeden Fall sind da Karten bei, die einen gewissen Wert haben. Die Werte recherchiere ich immer auf Cardmarket. Dort habt ihr eigentlich eine übersichtliche Auflistung über die aktuellen und gängigen Preise. So könnt ihr jederzeit nachschauen, was die Karten wert sind. Also, es gibt einmal das Buy-and-Hold-Investment in Pokémon-Karten. Hier sind wichtig, oder hier ist wichtig zu beachten, dass die Pakete verschweißt sind, alle original sind und im Top-Zustand sind. Die Sachen lagere ich jetzt ein und ich gucke mal, wann ich die verkaufe. Vielleicht zu Weihnachten, vielleicht auch erst in 2 Jahren. Ich habe mir hier ein paar Referenz-Tin-Boxen von älteren Paketen bzw. von älteren Booster-Packs und das müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Ja? Die Booster-Packs haben damals 5 Mark gekostet und da kostet jetzt ein Booster-Pack 140 Euro. Nur mal so für den Hinterkopf. Und die Nachfrage ist da. Also wenn ihr sowas online stellt, die Nachfrage ist einfach da. Neben diesen neuen Pokémon-Karten gibt es natürlich auch Retro-Karten. Da blende ich euch auch mal ganz kurz eine Karte ein, die ich verkauft habe. Und zwar ist das Blaine's Charizard aus 1999 ungefähr gewesen. Die habe ich noch im Keller gefunden und die habe ich für 65 Euro auf eBay Kleinanzeigen verkaufen können. Deswegen solltest auch du nachschauen, ob du nicht vielleicht noch im Keller oder auf dem Dachboden irgendwo ein paar Pokémon-Karten aus deiner Jugend hast und mal schauen, welche Karten dabei sind, die Preise vergleichen, überprüfen und dann einstellen. Denn da kannst du auch richtig gute Gewinne mit erzielen. Ja, im Grunde ist dieses Buy-and-Hold-Verfahren, was wir hier machen, genau dasselbe, was man mit Lego macht. Ihr solltet natürlich vorher gucken, ob es besondere Editionen bzw. besondere Serien gibt, die nur für einen bestimmten Zeitraum hergestellt werden. So auch diese Sonderprägung, sag ich mal, Verborgenes Schicksal. Das ist eine limitierte Serie gewesen und da wird die Nachfrage sehr hoch sein. Deswegen schaut auch da, dass ihr immer darauf achtet, dass ein Produkt kurz bevor es eingestellt wird, dass ihr das einkauft, dann haltet, einlagert und dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt verkauft und dann mit Wertgewinn oder Gewinn, den ihr daraus erzielt, ein bisschen Knete macht. Ja? Ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit Verkauf von Tinboxen und Einzelkarten auf eBay-Kleinanzeigen und Spock. Dazu auch wichtig, wie ich in meinen ersten beiden Teilen erwähnt habe, sollte der Zustand immer
genau beschrieben sein und natürlich auch die Produktfotos sollten detailreich sein und auch auf Kratzer oder eventuelle Mängel hinweisen. Der Bereich, wo ihr wohl möglich am meisten Gewinn mit erzielen könnt und wo auch immer am meisten Fluktuation ist, wo ihr viel einkaufen könnt und auch schnell wieder verkaufen könnt, ist wahrscheinlich der Bereich mit Gameboy-Spielen und Nintendo-Spielen von Pokémon. Ich zeige euch nochmal ganz kurz drei, vier Produkte von mir, die ich auch mal günstig geschossen habe, so 60 € ungefähr pro Edition. Also hierbei handelt es sich natürlich um einige der ersten Editionen für den Game Boy bzw. Game Boy Color. Die Preise blende ich euch hier noch einmal ein. Die sind natürlich bei Sandmann sehr begehrt, aber auch genauso schwer zu bekommen. Gerade auf eBay Kleinanzeigen wird man da oftmals auch übers Ohr gehauen. Und aufgrund dessen solltet ihr anfangen mit den ganz normalen Pokémon-Modulen. Ich sag mal von der blau, rot, gelben, silbernen oder goldenen Edition oder mit aktuellen Nintendo-Spielen für den Nintendo 3DS, hier beispielsweise die Mond-Edition. Da gibt es aber auch Edition X, Y, was gibt es noch? Schwarze, weiße, schwarze 2, weiße 2, etc. Ich blende euch die ganzen Sachen hier ein und ich würde so ein Spiel maximal für 10 € einkaufen mit OVP. Und ihr kriegt meistens 20 € dafür. Es gibt einige Editionen, wie zum Beispiel Soul Silver, Heart Gold. Was gibt es noch? Platin Edition oder Kristall Edition. Die sind deutlich mehr wert. Kann ich euch auch nochmal einblenden, wenn ihr mögt. Und ja, diese Sachen gehen immer. Also, ihr solltet darauf achten. Entweder kauft ihr Pokémon in OVP. Da müsst ihr aber auch bereit sein, viel mehr zu investieren. Oder ihr fangt langsam an mit geringen Investitionen und kauft einzelne Module oder Pokémon-Spiele der aktuelleren Version. Die gehen auf jeden Fall, kann ich euch sagen, wenn ihr die günstig einkauft, ein bisschen den Preis im Überblick habt, bekommt ihr mindestens das Doppelte wieder raus. Ja? Also kauft für 10 € ein und verkauft so ein Spiel für 20 € und ihr bleibt da nicht lange drauf sitzen. Ich bin bisher nur auf dem Mond. Spiel bis jetzt sitzen geblieben. Alle anderen sind verkauft. Ich muss auch mal bald wieder einkaufen. Und hier ist auch wichtig zu beachten: Schaut regelmäßig auf eBay Kleinanzeigen nach oder auf Spock oder Facebook Marketplace, denn die werden täglich zu Tausenden neu eingestellt. Im gleichen Atemzug achtet auch immer darauf, solche Bundles vielleicht mal zu erwerben, wenn ihr da günstig drankommt. Nur mal für den Hinterkopf, denn die haben auch einen gewissen Wert. Blende ich euch auch einmal ein. Ja, das soll es eigentlich auch schon zu den Nintendo Games gewesen sein. Natürlich solltet ihr nicht nur die Gameboy-Nische im Auge haben, sondern auch die N64 oder auch die Nintendo Wii-Bereiche. Pokémon geht immer, kauft es günstig ein und ihr werdet die Sachen auf jeden Fall wieder los, Leute. Ja, Leute, ihr seht schon den wunderbaren Shiggy neben mir und seht, dass es sich dabei um ein Plüschtier handelt. Nächster Punkt. Merch, Merchandise-Artikel von Pokémon und alles, was sich darum handelt. Ja, wie gesagt, kauft Merchandise-Artikel. Hier ist natürlich darauf zu achten, dass ihr offizielle Pokémon-Artikel kauft. Auf dem Flohmarkt könnt ihr da teilweise extrem günstige Preise erzielen. Ich habe den Kollegen Chigi hier, der ist fast, ich glaube, über 30 cm hoch. Der ist mit so einem Sand Zeug gefüllt mit so Polyesterzeug und echt in einer sehr guten Qualität, auch original von Pokémon. Und der hat mich, glaube ich, 2 € gekostet und den werde ich schätzungsweise für 20 € wieder los. Da müsst ihr euch mal überlegen, das ist ein Gewinn von ungefähr 18 €. Genauso aber diese Pokémon VHS-Kassetten oder Brettspiele beispielsweise. Das ist richtig schönes Retro-Zeug von 1999. So eine Kassette, die kauft man meistens irgendwo in einer Wühlkiste für 50 Cent und da bekommt ihr auch einen Zehner immer für. Ja, denn dafür gibt es auch immer so ein paar Retro-Sammler, die das interessiert. Das ist der allererste Film. Im gleichen Atemzug möchte ich aber auch einmal darauf hinweisen: Bei Releases von neuen Nintendo-Games von Pokémon
sollte man sich hin und wieder dazu bereit erklären, auch mal in, ich sag mal, in Elektrofachgeschäfte zu gehen. Und dort seht ihr ja in der Switch-Abteilung, in der Nintendo-Abteilung oftmals Pappaufsteller. Und ich bin jetzt auch in der letzten Zeit oder beziehungsweise im letzten Jahr, als Schwert und Schild rausgekommen ist, bin ich hingegangen, habe mir angeschaut, ob die eventuell diese Pappaufsteller haben, habe lieb gefragt, wollt ihr die oder beziehungsweise dürft ihr die abgeben, was wollt ihr dafür haben? Da hat der Typ gesagt, du kannst in 3 Wochen herkommen, ich notiere mir deinen Namen, dann ist das nicht mehr von uns für Interesse. Und dann kannst du es umsonst abholen. Ich habe dann von Schwert und Schild diese drei, die blende ich euch hier mal ein, die drei Kollegen als kleine Pappaufsteller abgeholt. Und die habe ich dann für, ich glaube, 50 € verkauft. Und das ist quasi 50 € geschenkt. Deswegen, Leute, denkt dran, geht auch mal in diese Elektro-Großmärkte bei Releases von Nintendo-Spielen, von Pokémon und fragt da mal ganz lieb nach. Gibt noch eine Tafel Schokolade ab. Und dann wird man euch da auch nicht böse sein, wenn ihr mal regelmäßig dahin kommt und nachfragt. Ja, liebe Reseller, abschließend fasse ich kurz zusammen. Pokémon als eines der größten Franchises der Welt eignet sich hervorragend zum Resellen und auch als Wertanlage. Ihr habt die Möglichkeit, Pokémon-Karten zu verkaufen, Nintendo-Games zu verkaufen oder auch Merchandise-Artikel zu verkaufen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr meine ersten zwei Videos noch nicht geschaut habt, wo es darum geht, die Reselling-Grundlagen einmal zu besprechen, würde ich euch bitten oder ihr könnt euch gerne einmal die Videos anschauen. Ich würde mich über ein Abo freuen. Lasst mir auch Kritik da oder was euch sehr gut gefallen hat, Anregungen für zukünftige Videos und schaut auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Leute, ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund und munter und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute!